Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu Mathe Plus. Ich möchte in diesem Video mit euch die Aufgabe 2 der Übungsserie 1 besprechen. Vervollständige die folgenden Zahlenmauern der Addition. Um derartige Aufgaben zu lösen, benötigen wir Strategien wie Findigkeit, das heißt, dass wir eine Idee haben, wie wir das machen können. Eine Strategie wie Rechenfertigkeit, das heißt, dass wir mit den Zahlen, mit denen wir rechnen müssen, auch tatsächlich rechnen können. Und wie wir sehen, werden wir nachher auch noch unsere Strategie Mr. X benötigen. Wenn wir uns Zahlenmauern anschauen, dann wissen wir, dass immer drei Felder in so einer dreieckigen Form zusammengehören. Nun kann es sein, dass die Zahl in der Spitze fehlt. Diese Zahl erhalten wir immer als Summe der beiden unteren Felder. Das heißt, wir müssen in diesen Fällen die beiden Zahlen, die in den unteren Feldern stehen, addieren. Dann gibt es die Situation, dass das linke untere Feld fehlt oder das rechte untere Feld fehlt. In diesen Fällen müssen wir immer subtrahieren. Wir müssen also obere Zahl minus untere Zahl rechnen. So, dann können wir jetzt auch schon gleich loslegen. In der ersten Rechenmauer müssen wir also 13 plus 5 rechnen, das ist 18. 21 plus 18 ist 39. Bei der zweiten müssen wir 19 minus 7, wir erhalten 12. Jetzt müssen wir uns wieder eine Konstellation suchen, wo wir schon zwei von den drei Zahlen kennen. Und wenn ihr euch mal dieses Dreieck anschaut, hier kennen wir zwei Zahlen. Es fehlt die untere Zahl, das heißt, hier können wir weitermachen. 35 minus 19 ergibt 16 und 16 minus 12 ergibt 4. So, hier ist jetzt schon gleich die Lösung mit erschienen. 49 minus 17 sind 32. Dann können wir jetzt mit diesem Dreieck weitermachen. Also 32 minus 22 sind 10 und 17 minus 10, das ergibt 7. Wenn wir uns mal die vierte Zahlenmauer oder auch Additionsmauer anschauen, dann sehen wir, dass diese etwas spannender ist als die Zahlenmauern zuvor. Denn wir haben hier in keinem einzigen Dreieck jeweils zwei Zahlen gegeben, sondern immer nur eine Zahl. Und das bedeutet wiederum, dass wir nirgendwo direkt eine Zahl ausrechnen können. Die meisten von euch sind wahrscheinlich so vorgegangen, dass sie systematisch probiert haben. Das heißt, ihr habt hier eine Zahl eingesetzt, habt dann hier jeweils die Summe berechnet und habt geschaut, ob 59 herauskommt. Wenn eure Zahl zu klein war, dann habt ihr die Zahl hier in der Mitte erhöht. Wenn eure Zahl zu groß war, habt ihr die Zahl hier in der Mitte verkleinert. Und so seid ihr dann zur Lösung gekommen. Es gibt auch noch eine andere Möglichkeit, die einige von euch vielleicht auch schon angewendet haben, wenn ihr euch an unsere Mr. X-Strategie erinnert. Wer die Mr. X-Strategie noch nicht kennt, kann sich hierzu auch gern noch einmal das Video dazu anschauen. Wir bezeichnen also die Unbekannte mit X. Und wenn wir jetzt die Zahl in diesem Feld ausrechnen wollen, dann müssen wir 16 plus x rechnen. Und in diesem Feld erhalten wir dann x plus 17. Und die Zahl 59 ergibt sich letztendlich als Summe dieser beiden Zahlen, also 16 plus x plus x plus 17. Und das muss 59 ergeben. Da die Addition, also das Plusrechnen, kommutativ ist, das heißt, wir können Summanden vertauschen. Es ist also egal, ob ich beispielsweise 3 plus 7 rechne oder 7 plus 3, immer kommt 10 heraus, kann ich hier auch einmal die einzelnen Summanden vertauschen, sodass wir gleich etwas einfacher rechnen können. Das heißt, ich habe die 17 mal an die zweite Stelle getauscht und für x habe ich jetzt auch mal ein x geschrieben, das ist das gleiche, und für dieses x auch noch mal ein x. Und alles zusammen soll 59 ergeben. Warum haben wir getauscht? Wir haben getauscht, damit man besser sehen kann, was zusammengehört. Wir können nun nämlich 16 plus 17 ausrechnen, das ist 33. Und ein x und noch ein x ergibt zusammen 2x. Und das alles zusammen soll 59 sein. Das heißt, 2x ist so groß wie
Der Rest, der von 33 bis 59 übrig bleibt. Also können wir auch sagen, 2x muss so groß sein wie 59 minus 33. Das heißt, 2x ist so groß wie 26. Nun wollen wir aber nicht 2x, also das Doppelte von x haben, sondern wir wollen nur 1x haben. Und wenn das Doppelte von x 26 ist, dann ist 1x 26 durch 2, nämlich 13. Und damit haben wir unseren Mr. X gefangen. Wir haben sein Geheimnis herausbekommen. Wir wissen jetzt, dass x 13 groß sein muss. Und nun können wir die Additionsmauer leicht vervollständigen. 16 plus 13 ist 29, 13 plus 17 ist 30 und 30 plus 29 ergibt 59. Und wenn wir nun noch einmal zurückschauen, zurückblicken, dann verrät uns unsere Mr. X-Strategie noch eine allgemeine Vorgehensweise, die bei derartigen Zahlenmauern immer funktioniert. Und zwar müssen wir einfach nur die Zahlen in den Ecken der ersten Reihe addieren, das Ergebnis von der Zahl in der Spitze subtrahieren und dann das Ergebnis durch 2 dividieren. Also ganz konkret, 16 plus 17 ist 33, dann 59 minus 33, das ist 26 und noch geteilt durch 2 ergibt 13 und schon haben wir die gesuchte Zahl im mittleren Feld der unteren Reihe gefunden. Du kannst dir an dieser Stelle auch nochmal überlegen, wie man auf diese Idee hätte kommen können, ohne dass man die Mr. X-Strategie angewendet hatte. Ja, meine Lieben, das war es schon und dann bis zum nächsten Video.